Moin aus Hamburg und willkommen bei Hamburgs Helden. Heute mal etwas anders. Wir sitzen nämlich im Garten, im Heldengarten sozusagen, und haben zu Gast Michael Ehnert heute. Das stimmt. Schauspieler, Kabarettist, Kabarettist. Hauptberuflich. Ja, genau, habe ich gut anmoderiert. Ne? Und Drehbuchautor. Mhm. Ich denke, wir laden ja auch immer Leute ein, die sich besonders engagieren für andere. Mhm. Und du engagierst dich für Kollegen und Kolleginnen. Du legst dich richtig, richtig an mit so die Größen des Fernsehens, damit ja, ihr als Schauspieler alle bezahlt werdet. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, prinzipiell ist es richtig, aber es ist nicht so, dass ich irgendeine Institution gegründet habe oder jetzt als Chefgewerkschafter für die deutschen Schauspieler losziehe oder so. Das ist überhaupt gar nicht mein Kapitel. Ich mache es wahrscheinlich so wie die meisten Schauspieler. Ich kämpfe sehr für mich selbst. Okay. Und manchmal begegnen mir in meinem Arbeitsalltag Situationen, die mich unglücklich machen, wo ich denke, das ist irgendwie nicht korrekt, wie es jetzt läuft. Und ich habe so ein bisschen die Tendenz, mich dann aus dem Fenster zu lehnen und Dinge zu sagen, die dazu angetan sind, etwas zu verändern, aber oft nicht wohl gelitten sind dann beim Gegenüber. Und daraus entwickeln sich dann oft Streits, die manchmal ausufern. Okay. Wenn du dich also erstmal für dich dann einsetzt, da profitieren ja Gott sei Dank oder hoffentlich Kolleginnen und Kollegen auch davon, dass am System sich was ändert. Bist du der Meinung, dass das System Film, so wie das gerade läuft, dass man da vielleicht auch mal das reformieren sollte? Ja, wie gesagt, ich kann da gar nicht grundsätzlich sagen, im deutschen Film sollte dies und jenes anders laufen. Es gibt einfach einen Umgang, den man miteinander pflegen sollte, wenn man zusammenarbeitet, der gegenseitigen Wertschätzung, des Respektierens und gerade Kunst und Schauspielerei sollte ja immer noch eine Kunst sein, braucht natürlich auch einen gewissen Freiraum. Und wenn dann bestimmte Einschränkungen zu vehement werden, dann wehre ich mich. Ja. Und ich glaube, dass das vielleicht für die Gesamtheit der Schauspieler nur deshalb interessant ist, weil man sieht, kann man machen. Also man muss danach nicht getiert und gefedert werden und die Stadt verlassen, sondern man kann auch in Zukunft dann weiterarbeiten. Ne? Und das beginnt mit Kleinigkeiten. Also zum Beispiel gab es vor einiger Zeit die Hamburger Privattheatertage, die ich ganz toll finde. Ja? Für die Leute, die das nicht kennen, es gibt ja viele Theaterfestivals, wo Stadt- und Staatstheater gefeiert werden, und für Privattheater gibt es das relativ wenig, wenn überhaupt. Und hier in den Hamburger Kammerspielen, initiiert von Axel Schneider, gibt es die Hamburger Privattheatertage, wo sich Privattheater aus ganz Deutschland bewerben können. Und dann gibt es eine Jury, die aussucht, wer ist denn jetzt der Beste, in welcher Kategorie, und dann kriegen sie so ihre Preise. Das ist ganz toll. Und wir haben die Situation gehabt, dass ich angefragt wurde, ob ich das nicht moderieren möchte. Weil dann werden diverse Preise verteilt und dann soll man da zwischendurch was erzählen, ein bisschen lustig sein, gibt es ein paar Musikeinspieler und so weiter, wie man das kennt bei einer Preisverleihung. Das Besondere an der Situation war halt, dass sehr viele Privattheaterleiter da waren und alle hofften darauf, diesen Preis zu kriegen oder interessierten sich dafür. Und ich habe in meiner Moderation halt darauf hingewiesen, dass ich glaube, dass viele Privattheater, die ja zum Teil auch sehr stolz darauf sind, dass sie gar keine Subvention bekommen oder sehr wenig Subvention, dass viele Privattheater sich durch Schauspieler finanzieren. Also weil oft die Situation ist, dass du als Schauspieler gefragt wirst, möchtest du in der Produktion mitmachen? Wir haben 6 Wochen Proben und dann machen wir 10, 20 Vorstellungen und du kriegst pro Vorstellung so und so viel Euro. Das ist meistens sehr wenig. Und für die Proben können wir allerdings nicht zahlen. Also insofern musst du dich in der Zeit dann beim Arbeitsamt melden oder irgendwas anderes machen, noch nebenbei. Geht eigentlich nicht, weil du ja effektiv für die arbeitest. Trotzdem ist das so ein Graubereich, der weiterhin praktiziert wird. Und du hast dann eben Schauspieler, die nebenbei kellnern oder Taxi fahren oder was auch immer, um diese Theaterproduktion zu ermöglichen. Und das ist eben das Fatale bei uns Schauspielern, dass wir so wahnsinnig gerne arbeiten wollen. Und wir versuchen immer alles möglich zu machen. Wir versuchen, dass es zu dieser Produktion kommt. Und sagen dann, ja, es ist scheiße bezahlt, aber ich will das unbedingt machen und ich glaube daran. Und das wird einem natürlich auch gerne dann von Seiten der Intendanten auch so verkauft.
so sagen, ja, ist aber eine wichtige Produktion, das wäre auch für dich ganz interessant und so. Und es geht eigentlich immer nur darum, Geld zu sparen. Und ich habe denen jetzt quasi den versammelten Privattheaterleuten gesagt, dass genau genommen werden sie von Schauspielern subventioniert. Und das war in dieser Feiersituation schon nicht wirklich gern gehört worden. Aber das sind Momente, wo ich denke, wenn ich gerade da bin und was dazu sagen kann und eine Haltung dazu habe, dann ist es auch angesagt, das auszusprechen. Ja, ich finde, das ist auch so eine typisch Hamburger Haltung. Ne? Man zeigt Rückgrat. Ja? Also ja, man steht für das ein, wofür man glaubt oder woran man glaubt und finde das eine ganz gute oder sehr schöne Einstellung. Ja, wenn das so ist, finde ich super. Also dann, ich bin Hamburger in der, ich weiß nicht wievielten Generation und überzeugter Hamburger. Ich lebe hier total gern. Und wenn das hanseatisch ist, dann okay. Also das ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob es irgendwo... Du kommst nicht aus Hamburg. Ich bin zugezogen. Ah, das okay. Ja, ich sehe es in deinen Aber Augen. Du, wenn das deine Einschätzung ist, ist es doch gut. Ja, es gefällt mir sehr in Hamburg. Und deiner Meinung nach, wenn viele Schauspieler Nebenberufe machen oder dann arbeitslos sind, wenn es... Also mir ist das ja noch nie aufgefallen, wenn ich ins Theater gehe, mache ich mir ja keine Gedanken darüber. Oder wenn ich mir einen Film anschaue, mache ich mir gar keine Gedanken darüber, über das Leben eines Schauspielers. Weil an sich sehen wir ja im Fernsehen immer nur roter Teppich, alle in schnieken Klamotten. Das ist ja auch ein Teil des Jobs. Ja. Also das erstmal das, wonach wir Schauspieler uns sehnen, auf großen Plakaten zu sein, den roten Teppich ausgerollt zu bekommen, fotografiert zu werden. Das ist auch das, was die Leute gerne sehen. Also die sehen Schauspieler schon gern gehoben. Und manchmal kollidiert das mit der Wirklichkeit. Mhm. Also wenn du als Normalbürger, sag ich mal, der jetzt nicht Schauspieler ist, am Montagmorgen beim Arbeitsamt sitzt, ja, weil du auf der Suche bist nach einem Job und du siehst neben dir den Tatortkommissar, den du am Vorabend noch gesehen hast, dann denkst du natürlich, was für ein Arschloch, ne? Wird wahrscheinlich Hunderttausende verdienen und jetzt sitzt er hier und nimmt auch noch die 400 Euro irgendwie so mit, ne? Was soll das? Und das ist ein falsches Bild. Also weil man wirklich zum Teil sehr, sehr zu kämpfen hat. Ich glaube, es gibt echt eine sehr geringe Prozentzahl von Schauspielern, die ausschließlich davon leben können. Und immer wieder kommt man in die Situation, dass man zwischendurch lange Phasen hat, wo man keine Arbeit hat und irgendwie was anderes machen muss. Und entweder hast du noch eine Zweitbegabung und kannst was nebenbei machen, oder du musst es dann machen, was alle machen, nämlich Arbeitslosengeld beantragen. Ja. Wenn ich dich jetzt, wir wollen ja positive Nachrichten. Ah, positiv. Ist alles gut. glaubst du, dass sich da was verändern wird in Zukunft? Oder sagst du, ich bräuchte, oder es sollten sich mal ein paar Leute zusammenschließen, die etwas bewegen wollen? Gerne auch auf Produzentenseite, die sagen, also so geht's nicht mehr. Dass wir in Zukunft zum Beispiel, ich sag mal, als Publikum uns wunderschön berieseln lassen können, tolle Filme sehen können und auch wissen, dass die Menschen, die dort arbeiten, ja auch fair bezahlt werden und fair behandelt werden. Mhm. Wär das eine Idee, wo du sagst, wäre mal schön, sich zusammenzusetzen, mal so eine Idee? Das gibt es ja ganz viel. Ja, es gibt eine Schauspielergewerkschaft, den BFFS, die eine tolle Arbeit machen, die innerhalb von wenigen Jahren, die es jetzt gibt, wirklich auch ein großes Kraftpotenzial entwickelt haben, wo sie sich gegenüber Produzenten und Sendern dann eben auch verhalten können und viel erreicht haben für die Schauspieler. Das ist eine Verbandsarbeit, die mir, also ich unterstütze den BFFS, ich bin da Mitglied, aber das ist etwas, was mir so in der Form gar nicht liegt. Ja. Ich kann quasi immer in meiner jeweiligen Lebenssituation sagen, hier ist ein Punkt, da möchte ich kämpfen und dann mache ich das. Ja. Das ist ja auch eine ganz entscheidende Geschichte, dass du für dich weißt, wann kämpfe ich und wann nicht. Ja, das verändert sich natürlich. Ja. Also ich glaube, dass ich schon vor der Schauspielschule, einfach so vom Grundtypus her, war ich immer derjenige, der in Situationen mit mehreren Leuten das Gefühl hatte, wenn sich alle zu sehr einig sind, dann gebe ich gerne was dazu, was gerade nicht passt, was irgendwie so Brandbomben werfen, ja, um nochmal eine andere Haltung dazu zu geben, um was auszulösen, wo man sich dann doch nochmal aneinander reiben muss, damit man sich nicht zu schnell einig ist. Ja.
Und je älter ich werde, desto gelassener wird das eigentlich. Aber das Prinzip ist das Gleiche, dass ich immer denke, hier fehlt irgendwas und es muss noch ein anderer Aspekt dazukommen, damit es ganzheitlich wird. Ja? Okay. Und das sind manchmal Sachen, die dann erstmal stören, wie so ein Stolperstein. Weißt du, es passt jetzt gerade nicht und irgendwie hängt das gerade. Aber es löst etwas aus, was vielleicht das Endprodukt, sei es ein Gespräch oder sei es ein Treffen oder sei es ein künstlerisches Werk, am Ende dann doch besser macht. Besser machen ist ein schönes Stichwort übrigens. Jetzt sitzen wir ja etwas abgeschwächt in der Corona-Zeit zusammen. Ja. Das heißt, bis vor kurzem waren ja alle Theater erstmal noch geschlossen. Und wie hast du die Zeit erlebt, in der du, oder in die letzte Zeit erlebt, in dieser Corona-Zeit? Denn deine Arbeit hat ja ganz viel mit Menschen zu tun. Mhm. Und auch wenn du und deine Frau eure Stücke aufführt auf der Bühne, dann ist es ja toll, wenn unten Menschen sitzen. Ja, ist manchmal ganz schön. Wäre ja manchmal ganz hübsch. Ne? Und wie hast du das erlebt für dich? Naja, ich glaube, dass wie alle Theater- und Filmschauspieler das erlebt haben, nämlich dass von heute auf morgen Arbeitsstillstand war. Ja? Mhm. Und das war natürlich verheerend. Mir fehlt es wirklich körperlich. Das merke ich jetzt nach 5, 6 Monaten des Nicht-Theaterspielens extrem, ja, dass ich einfach auf die Bühne will und arbeiten will. Aber es fehlt natürlich auch finanziell. Mhm. Ne? Und wir haben als Jennifer und ich haben ein Programm, das heißt Zweikampfphasen, wo wir zu zweit auf der Bühne stehen, was wir glücklicherweise uneingeschränkt dürfen, weil wir ja verheiratet sind. Aber wir mussten diverse Vorstellungen komplett absagen, weil die Häuser eben dicht waren. Und jetzt gibt es ja diese Hygienekonzepte. Und die meisten Häuser haben dann statt 530 Plätze wie im Altonaer Theater dann nur noch 180. Oder bei Alma Hoppel sind es normalerweise 350 hier in Hamburg im Lustspielhaus. Und das sind dann plötzlich nur noch 70 oder 80. Und da sind die Einnahmen entsprechend nur noch ein Viertel dessen. Ja. Ja. Und das merkt man natürlich immens. Ja, vor allen Dingen, weil ihr ja tatsächlich auch von eurer Arbeit lebt. Ja, ja, genau. Und das, was man ja überhaupt nicht glauben mag, ist, so ein Schauspieler möchte ja auch gerne mal in den Urlaub fahren oder muss Miete bezahlen. Ja. Na, und ja, jetzt geht das so langsam wieder los. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, für die Zukunft zu sagen, okay, vielleicht sind wir irgendwie, sollten wir uns auch mal anders aufstellen, ich sag mal über YouTube oder irgendwelche Digitalisierungs- Das, das versuchst du ja sowieso immer als Schauspieler. Also du bist ja heutzutage als Schauspieler deutlich mehr gefordert, dich selber zu präsentieren, als das vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Ich habe tatsächlich angefangen mit der Schauspielerei mit Anfang 20, also vor 30 Jahren. Und, sieht man aber nicht. Bitte? Sieht man dir nicht an. Dankeschön. Und seitdem hat sich natürlich eine Menge geändert, weil es diese sozialen Medien gibt, weil es diverse Portale gibt, in denen du dein Material hochladen musst, was du pflegen musst. Und da kommt eine Menge Zusatzarbeit auf dich zu. Etwas, was auch Agenturen dann nicht immer leisten können. Und man muss eben nebenbei sich schon überlegen, mache ich jetzt nicht nochmal eine eigene Szene, weil ich habe jetzt die letzten 3 Monate nichts Neues gedreht. Ich will mich aber bei den Castern neu präsentieren, also drehe ich schnell was selber. Und schnell kannst du es eben auch nicht mehr machen, weil heutzutage das Level natürlich relativ hoch ist, technisch. Wo du sagen musst, ja, es muss dann aber auch gut aussehen und sich gut anhören. Der Ton muss gut sein, das Bild muss gut sein, die Story muss gut sein. Das heißt, du drehst diese Szenen nebenbei. Du sagst, vielleicht brauchen wir noch auf YouTube irgendein ein Format, wo wir 2 Minuten senden. So, ja? Und das ist eben viel Zusatzarbeit, die dann unentgeltlich ist. Das ist Werbung in eigener Sache. Und das nimmt immer mehr Raum ein. Was würdest du dir für den Schauspielerberuf im Allgemeinen, sage ich erstmal, so für die Zukunft wünschen? Weniger Angst. Okay. Vor allem auf Seiten der Entscheider. Ich glaube, dass das Schauspieler in der Regel, das bringt der Beruf so mit sich, sehr mutig sind, weil sie sich immer wieder in neue Situationen begeben müssen. Immer sagen, ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber ich versuche das jetzt mal und versuche mir Mittel dafür anzueignen, um das zu schaffen. Und ich merke, dass sowohl in der Schauspielerei als auch beim Drehbuchschreiben oder sei es Drehbücher fürs Fernsehen oder sei es das Arbeiten fürs Theater, dass es große Ängste gibt,
kann diese Produktion bestehen? Ist derjenige prominent genug, dass wir das Projekt verkaufen können? Angefangen damit, dass du als Schauspieler eine bestimmte Vita hast, du hast bestimmte Rollen gespielt und einige vielleicht noch nicht, weil du bist, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin, seit ich denken kann, der junge Polizist, mittlerweile nicht mehr jung, aber immer noch Polizist. Also ich spiele den Polizeipräsidenten, den LKA-Mann, den BKA-Mann, all sowas. Ja. Und wenn dann eine ganz andere Rolle kommt, dann hast du das weder auf der Vita noch auf deinem Showreel. Das heißt, wenn ein Caster oder ein Redakteur oder ein Produzent charmanten Tierarzt besetzen will, dann bist du es nicht. So, weil es einfach nicht da ist, weil es nicht auf deiner Vita ist, weil es nicht auf deinem Band ist. Und das ist für ein Schauspieler immer ganz absurd, weil man sagt, natürlich kann ich das spielen. Also ich durfte es bisher nicht, aber ich könnte das schon. Ja, das ist so, als wenn sie sagen würden, du, wir suchen Brillenträger, aber du hast ja keine Brille, deshalb haben wir dich nicht genommen. Und du sagst, ich könnte eine Brille aufsetzen, ganz ehrlich. So, ne? Oder ich könnte mir ein Bart ankleben. Dann, so. Man kann sich ja verändern, man kann sich an Dinge reinarbeiten. Man hat möglicherweise ein größeres Spektrum, als die Leute einem zutrauen. Und da fehlt oft der Mut zu sagen, okay, machen wir. Und das ist bei inhaltlichen Dingen, beim Drehbuchschreiben, bei Theaterstücken, die man auf die Bühne bringt, natürlich genauso. Dass man sagt, ah, ist das vielleicht zu schräg? Können wir das überhaupt rausbringen? Sollten wir das? Oder Michael, du hast jetzt schon so oft Drehbücher für 45 Minuten geschrieben, für Serienepisoden, aber kannst du denn auch 90 Minuten schreiben? Wo du dir einen Kopf hast und sagst, ja, das würde schon gehen. Ja, lass es nicht einmal ausprobieren. Nee, wir haben dann doch jemanden genommen, der das ja schon mal gemacht hat. Und das ist wahnsinnig schwer. Und das ist nicht nur bei Schauspielern so. Ein Freund von mir hat jahrelang als Regieassistent gearbeitet, wirklich gut mit Hochkarätern fürs Kino. Und der hat nie diesen Schritt machen können zur Regie, weil er sagt, nee, du bist der Regieassistent. Und natürlich könnte er Regie führen. Und das hat Jahre gedauert. Und jetzt haben sie ihn endlich einmal in eine Serienproduktion geholt, wo er Regie führen durfte. Und Überraschung, es war so gut, dass sie gesagt haben, okay, nächstes Jahr wieder. Und jetzt kommen die anderen Produktionen dazu, weil sie sagen, ah, der hat es ja schon mal gemacht. Und das ist echt ermüdend. Ja, das glaube ich dir. Vor allen Dingen, das, was also uns Hamburger Helden Reporter aufgefallen ist in den letzten 6 Monaten, dass wir an sich mittlerweile sagen können, geht nicht, gibt's nicht. Also was uns Corona ja gelernt hat, ist ja, dass sogar in die verstaubtesten Abläufe und verstaubtesten Organisationen auf einmal ging was mit Digitalität, ging auf einmal neue Wege zu gehen. Ja. Und das wäre natürlich auch schön, wenn du redest von Mut. Ich habe sofort daran gedacht, dass macht das man sich genau, ja Türen entschuldige, zu. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber es ist genau genommen das, was ich meine. Wenn ich sage, ich gebe etwas in den Raum hinein, was jetzt irgendwie gerade stört, dann ist das ja auch eine Form von Krise, weißt du? Und ich glaube, dass alles, was wirklich wächst und sich verbessert, aus Krisensituationen heraus entsteht. Und dafür ist Corona sicher gut. Ja, Stillstand ist meistens, hat so eine Ähnlichkeit wie Tod. Ne? Und ich glaube, dass die Filmbranche ja leben soll. Ja. Denn wir alle wollen gerne heutzutage irgendwelche Serien gucken oder mal wieder einen schönen Film. Ja. Oder wir wollen gerne mal wieder ins Theater gehen, um auch die Atmosphäre zu schnuppern. Und das geht natürlich nur, wenn das Theater, wenn die Schauspieler, wenn alles drumherum lebt. Und das könnten wir zum Beispiel auch so als Aufruf mal so starten, zu sagen, hey, fangt doch mal wieder an zu atmen. Ja, genau, aber ich denke halt, dass es, natürlich wünscht man sich sowas, wo man sagt, das ist jetzt die Initiative, die wir starten, das ist die Überschrift, was wir wollen. Aber das, was mir auffällt, ist, dass du das im täglichen Ablauf immer wieder neu auskämpfen musst. Ja. Und wenn ich sage, habt mehr Mut, kann ich mir das natürlich auf ein T-Shirt drucken oder auf meine Website schreiben oder so. Aber ich kann auch im jeweiligen Moment, wo ich in einer Arbeitssituation bin und denke, wir bleiben hinter unseren Möglichkeiten zurück, weil hier irgendwelche Ängste im Raum sind, dann kann ich es da auskämpfen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das dann macht. Ja, und kommen wir wieder zurück auf Hamburg. Das, was Hamburg immer wieder gezeigt hat, durch die Kaufleute, die in die gesamte Welt gegangen sind. Und Hamburg wäre nicht so groß geworden, wenn Hamburg nicht mutig gewesen wäre. Und wir Hamburger sind heute noch sehr mutig und sehr weltoffen und offen für neue Ideen. Und ich finde,
Das ist wahrscheinlich aber auch ein eingeschränktes Bild. Ne? Also nein, wahrscheinlich sind die Kaufleute dann sehr in die Kolonien gegangen, haben da Leute ausgebeutet und haben dann sehr viel Reichtum mit nach Hamburg gebracht. Später, aber am Anfang mussten sie ja erstmal Schifffahrtslinien aufbauen. Die mussten erstmal los. Ja? Okay. Die mussten ja erstmal was machen und die mussten ja auch mit fremden Menschen auf einmal sagen, ich will mit dir handeln. Ja. Und ich denke, diesen Mut in Hamburg, den darf auch die Filmbranche vielleicht mal für sich adaptieren und zu sagen, wir machen einfach mal, wir geben neue Chancen, wir machen einfach mal was völlig Neues und reden mal speziell auch mit Schauspielern, ohne dass wir so auf die Vita gucken, sondern wir wollen einfach mal testen, wer kann was. Ich meine, man könnte mir jetzt Naivität unterstellen, darf man auch in dem Fall. Ich bin halt ein Freund davon, zu sagen... Naivität ist ja erstmal nicht schlecht. Ist ja nicht schlecht, finde ich. Nee, ne? So, und einfach mal zu sagen, was geht. Ja. Und wir haben hier bei Hamburgs Helden so viele Dinge schon berichtet und werden natürlich auch in Zukunft von Dingen berichten, die auf einmal gehen. Ja. Und auf einmal funktioniert es. Oder Menschen, die seit Jahren Dinge tun, wo alle vorher gesagt haben, bist du irre? Kann man nicht machen, ne? Ja. Ja. Ja, ich glaube, dass es Bereiche gibt, wo das besser geht, ja? Wo man, sagen wir jetzt mal Digitalisierung, ja? Dass man für ein Drehbuchgespräch von Hamburg nach München fahren muss, um eine Stunde mit dem dortigen Redakteur und Produzenten zu sprechen. Das muss man jetzt mittlerweile nicht mehr. Das ist, glaube ich, nach diesen 6 Monaten bewiesen, dass man mit den entsprechenden Videomöglichkeiten das anders klären kann, CO2-sparsamer sozusagen. Ja. Ja, das ist super, dass das geht. Aber wir reden ja auch in meinem Fall jetzt, in unserem Fall, über Kunst, über Schauspiel. Und ich glaube, dass da Regulierungen oft auch schwierig sind. Also was Quoten und sowas anbelangt. Ja? Es gibt ja beispielsweise jetzt einen größeren Wunsch nach Geschlechtergerechtigkeit, dass es genauso viele Regisseurinnen gibt wie Regisseure. Das würde ich zu 100% unterschreiben. Finde ich super. Ich arbeite in der Regel sowieso lieber mit Frauen. Weiß auch nicht warum, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist so. Und tatsächlich gibt es aber andere Bereiche, wo ich denke, da wird es dann schon wieder schwierig. Also wenn ich jetzt bei der Filmförderung in Hamburg, wenn du Drehbücher einreichst, kriegst du dann so einen Fragenkatalog und kannst dann so Häkchen machen, ob du dann auch divers genug bist. Und hast du jemanden aus einer Randgruppe, hast du einen Schwarzen dabei, hast du einen Transsexuellen dabei. Und das ist alles gut gemeint. Ja, aber für mich ist der Versuch, das zu regulieren, genau genommen der Todesstoß für Kunst und Kultur und Kreativität. Und das heißt nicht, dass der Kampf falsch ist. Ja? Das soll schon passieren, aber nicht auf die Art und Weise. Mhm. Und da gibt es sicher Leute, die mir widersprechen werden, weil sie sagen, ja, wir haben das ja über Jahrzehnte versucht, dass es da ein diverseres Bild gibt. Hat nicht geklappt. Und jetzt machen wir es so, bin ich nicht dabei. Bin ich raus. Wo bist du denn drin? Im täglichen Kampf. Wenn ich, wenn ich ein Drehbuch entwickle und da Figuren reinschreibe, die man so erstmal nicht erwarten würde, und die sagen, naja, das irritiert mich jetzt ein bisschen, wieso muss denn das eine Asiatin sein? Zu sagen, ist eine Asiatin, weil ich es da reingeschrieben habe und weil ich es geil finde und weil ich glaube, dass das passt. Und dann kann ich in dem Moment darum kämpfen. In diesem speziellen Moment kämpfe ich sehr stark um diese Dinge. Und das ist wichtig, dass man das als Einzelner auch tut. Ich glaube nicht an Regularien, ich glaube nicht an Schiedsstellen. Für mich ist es immer etwas, was ich persönlich auskämpfen muss. Und das macht es manchmal anstrengend und das hat auch Konsequenzen. Dafür bezahlt man auch in gewisser Weise. Aber das ist wahrscheinlich so eine Eigenart von mir. Ja. Michael, ich danke dir, dass du bei mir warst. Sehr gerne. Bei uns warst. Ja. Ja, bei uns, beim ganzen Team, was ja hier um uns herum ist und auch die Bäume hochklettert, die Eichhörnchen gehören ja auch zu Hamburg. Super, super Studio hier. Ja, ja. Sieht total echt aus. Und ich sage erstmal danke für deine Zeit und deine Worte heute und freue mich, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen. Gern. Und heute sage ich tschüss aus Hamburg. Naja, gut, wir sind ja auch Hamburger. Heute hatte ich einen ganz bestimmten und ganz, ganz tollen Gast und wir haben das heute mal etwas anders gemacht als sonst. Wir haben mal eine Art Talk
gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann sagt uns doch einfach mal Bescheid, dann machen wir das öfters. Und wenn ihr sagt, ich habe noch eine andere Idee, kommt mit uns in Kontakt bei uns. Bei Hamburgs Helden auf der Webseite ist der Kontakt-Button oben und da könnt ihr sofort mit einem von uns, ja, in Kontakt gehen. Das ist ja super, ne? In Kontakt treten und sagt uns, wie es euch gefällt. Macht einen Daumen hoch, abonniert uns bei YouTube und wir freuen uns, ja, noch weitere Filme für euch drehen zu dürfen. Für heute sage ich Tschüss.